Hallo und herzlich willkommen zur 97. Lesung eines regulären Beitrags aus unserem Blog rksalp.org. Diesmal Walter Lippmann, sozial, progressiv, liberal und oder proprietär. Neben Henry Hazlitt, über den ich letztes Mal was geschrieben hatte, spielte ja Walter Lippmann bei der Entstehung des Neoliberalismus noch eine bedeutendere Rolle. Erstmals politisch aktiv wurde er zusammen mit Sinclair Lewis, quasi dem H.G. Wells aus dem Umfeld von der Fabian Society, also der Wells der damaligen USA, als Mitglied der New Yorker Sozialistischen Partei und als Sekretär eines der ersten sozialistischen Bürgermeisters in den USA, genauer im Staat New York. 1913 wurde er dann Mitbegründer der zumindest damals progressiven Zeitschrift The New Republic. Deshalb zählt Walter Lippmann auch zu den Protagonisten der Progressiv-Ära in den USA. Diese Phase war geprägt von Antitrust-Bestrebungen und Small-Business-Überzeugungen für eine ausgleichende Besteuerung, aber auch gegen staatlichen Zentralismus in der Wirtschaft. Diese Einstellung ist wohl einer der Gründe, wieso viele Progressive wie Louis D. Brandeis sich auch zumindest in Teilen gegen Roosevelts New Deal stellten. Während seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg kam Lippmann für seinen Vorgesetzten dort, Edward M. House, über seinen Vorgesetzten zu einem Beraterposten für den US-Präsidenten Wilson. Und auch sein Direktorposten beim Council on Foreign Relations dürfte auf diese Verbindung zurückgehen. Durch seine Beratertätigkeit für US-Präsident Wilson kam Lippmann auch mit den Begründungsschritten hin zum Völkerbund, der quasi Vorgängerorganisation der Vereinigten Nationen, in Kontakt. Wilson wollte ja die Bestrebungen aus den Hagener Friedenskonferenzen, die auf eine Initiative des russischen Zars zurückgehen, hin zu einer internationalen Ächtung und Krieg und stattdessen zu gerichtlichen Lösungen mit diesem Völkerbund weiterführen. Wobei sich das Problem des Findens und Beibehaltens einer gemeinsamen rechtlichen Ordnung sich schon in diesen Konferenzen daran zeigte, dass eine Konsensfindung nicht möglich war und es schon vor dem Wechsel zur Mehrheitsentscheidung zum Finden von Regeln, welche für 1915 geplant war, zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam. Es wäre mit Sicherheit spannend gewesen zu sehen, wie sich eine internationale Ordnung, also einiger Demokratien und vieler Monarchien, auf Mehrheitsbasis geschlagen hätte. Aristoteles' Frage, ist das gerecht, drängt sich bei Mehrheitsentscheidungen aber immer stark auf. Und sobald zu viele diese Frage für eine Ordnung mit Nein beantworten, ist es mit dem Gemeinsamen eben schnell wieder vorbei. Und es stehen sich wieder nur Bündnisse gegenüber. Die einen werden den Status quo verteidigen wollen, die anderen ihn ändern wollen. Hier stellt sich dann auch die Frage, ist eine Änderung gerecht? Und wenn man sich da auch nicht einig wird, ist es dann gerecht, denjenigen zu verurteilen, der den Status quo zwischen den Bündnissen durch ein an sich nehmen nach einer Erklärung und einer Frist verändern will? Oder derjenige, der sich diesem an sich nehmen kriegerisch entgegenstellt? Die gerechte Antwort ist wohl, das kommt auf den Status quo, also auf die aktuelle Verteilung an. Hier kommen dann die Proprietären ins Spiel, denen die aktuelle Besitzverhältnisse als individuelle Legitimation über alles gehen. Wer hat, darf entscheiden und behalten. Außer natürlich die Besitzerlangung war illegal, dann darf zurückerobert werden. Blöd nur, wenn man keine gemeinsame Rechtsprechung hat. Dann hilft einem so eine Legitimation auch nicht mehr weiter. Dann kann man nur noch auf Gewalt aus rein Eigeninteressen, also sozialdarwinistisch, oder auf Gewalt auf Basis eigener Prinzipien, die auf einer Werteordnung beruhen, setzen. Wenn man bei diesen Werten dann auf Fairness und Kooperation setzt, kann man von Prinzipien auf Basis eines universellen moralischen Selbstanspruchs sprechen. Also löst man internationale Konflikte, bei denen man sich nicht einigen konnte mit sozial Also löst man internationale Konflikte, bei denen man sich nicht einigen konnte, mit sozialdarwinistischer Gewalt oder mit Gegengewalt auf Basis von Prinzipien, die mit universellem moralischen Selbstanspruch zustande kamen. Darauf hatten die Friedenskonferenzen, soweit ich weiß, keine Antwort gegeben und auch der Völkerbund nicht. Und auch die UNO-Blauhelm-Einsätze oder auch Nicht-Einsätze sind eben nur so lange gerecht, wie sie gerecht sind. Und die Frage, was man selbst für gerecht hält, darf man eben nicht an ein Kollektiv oder andere Individuen abgeben.
für sein Tun oder Lassen ist eben jeder selbst verantwortlich. Wenn er sozialdarwinistisch nur an sich denkt, ist er dafür ebenso verantwortlich, als wenn er für das Wohl aller anderen handelt. Man darf selbstverständlich im Handeln, man darf selbstverantwortlich im Handeln nicht mit jeder nur für sich gleichsetzen. Für alle und durch alle ist nicht dasselbe. Man braucht also ein Regelwerk für seine eigenen Entscheidungen. Kooperativ versucht man dann zu kooperieren und zu einem gemeinsamen Regelwerk zu finden, auf das man sich noch tolerierbar einigen konnte. Im Notfall raus muss auch für Völkerbündnisse gelten. Nur und ein Nehmen ohne Zustimmung ist noch kein Krieg. Krieg ist erst, wenn das Nehmen auf Widerstand stößt oder mehrere etwas gleichzeitig nehmen und es dabei zu Gewalt kommt. Nehmen oder zustimmen ist also keine Gewalt. Gewalt entsteht erst durch Widerstand. Entweder durch den, der es aktuell besitzt oder es besitzen möchte. Eine gewaltfreie Ordnung wäre also eine, in der jeder, jedes und jeden jederzeit an sich nehmen dürfte. Und so eine Ordnung will wohl keiner. Ich möchte, ich zumindest nicht. Ich würde auch gegen die Menschen, die würde auch gegen die Menschenrechte verstoßen. Recht am eigenen Körper, Recht am Leben, auf Essen und so weiter. Man braucht also eine Ordnung, die Regeln, wann wer Gewalt anwenden darf, die regelt genau. Und wenn man keine gemeinsame Ordnung hat, braucht man einen Kodex, wie man sich in Konfliktfällen mit eigener Beteiligung oder zwischen Dritten verhält. Und solch eine Ordnung, solch ein Kodex kann auf einem universellen moralischen Selbstanspruch beruhen oder einfach nur auf unbegrenzter Anteilsjagd. Unser Völkerrecht zum Beispiel verurteilt jegliche Anteilsjagd durch Nehmen oder Zustimmung, selbst ohne Zustimmung, selbst wenn dieses Nehmen nur der nachhaltigen Sicherung des kleineren, des Genugs und des bedarfsgleichen Anteils an allen dient. Genau. Es steht also leider nicht nur sozialdarwinistischer, unfairer Anteilsjagd durch Nehmen oder ohne Zustimmung im Weg, sondern auch schon der fairen Durchsetzung von Menschenrechten durch Nehmen ohne Zustimmung. Es hat eine sehr proprietäre Prägung. Es legalisiert das Abhalten von zu armen und von unfair großen Anteilen, damit es an den Grenzen auch ohne fair genug für die Armen rückbleibt. Also für die Armen. Außerdem bietet es keine Lösung für Uneinigkeit zwischen Staaten, die sich nicht auf eine Rechtsprechung geeinigt hatten und haben. Das kann eine Ordnung auch wie geschildert nicht, dafür braucht man einen Verhaltenskodex nach außen. Und der lässt für Deutschland aktuell leider zu viel zu wünschen übrig. Wie von mir schon mehrfach dargelegt. Aber zurück zu Lippmann. Man kann ihm wohl positiv anrechnen, dass er bis zu seinem Ende noch auf der Suche nach dem richtigen Verhältnis zwischen innerer Ordnung und äußerem Kodex war. Er war zu sehr mit der Sehnsucht nach einer von außen geblickten Ordnung, von allen geblickten Ordnung beschäftigt. Oder nach einer Herrschaft von einer Elite. Und zu Antitrust, freimarktgläubig, um wirklich noch zu seinen Lebzeiten zu einer konsequenten Einsicht gelangen hätten zu können.